So, heute ist der 29.12. und wir sind in Osnabrück im Rosenhof und spielen heute das zweite, nee, also das eigentliche Jahresabschlusskonzert. Gestern gab es aber schon ein Jatzk, ein Jahreszusatzabschlusskonzert. Nein, Jahresabschlusszusatzkonzert, so glaube ich ist es. Das war schon sehr, sehr gut. Es war eine gute Vorbereitung auf heute und es sind so einige Highlights passiert. Wir haben zum Beispiel spontan Friday I'm in Love gecovert von The Cure. Einfach, weil ja Friday war. So, und jetzt haben wir uns überlegt, da ja, hier Guido, willst du den Stuhl direkt mitnehmen? Ja, ein Stuhl fehlt noch. Bevor wir jetzt noch Soundcheck machen, machen wir jetzt noch die letzte Kluftpuppe im Jahr, den letzten Podcast. Und dafür, weil der Raum, in dem wir uns eigentlich befinden, ein bisschen zu hallig ist, gehen wir jetzt in einen anderen Raum. Komm, Guido, ich zeig dir mal, wo der ist. Hier, die Kordel wurde extra für uns gelöst. Und dann, oh, da stehen auch schon wieder die ersten, das gibt's doch gar nicht. Ich schmeiß Ihnen jetzt den Stuhl ins Genick von. Ja. Obwohl, die können doch, vielleicht können wir den ein paar Stühle runterschmeißen, die können sich doch auch mal setzen. Das ist geil, wenn ich jetzt nur noch so sehen würde. Ja, würde würde gut stehen. Wäre ähnlich wie in Jena, als du immer hinter einer Pflanze warst. Ich war sehr gut. Ihr wart auch da. Ja, ist richtig gut. Da sitzen sie alle schon. Ich habe ja einen Stuhl zu viel. Wirklich? Aber ich will auch sitzen. Ja, aber das sind auch zwei frei. Oh. Und ich schlepp mir mit der kaputten Rippe hier den Wolf. Oh, stimmt, Guido hat die Rippe gebrochen vom Konzert in Münster. Wir wissen nicht so richtig, wann und wo es passiert ist, aber ich habe einen Verdacht. Fünfmal hätte ich Kathmandu schlagen können. Ich habe nicht gedacht, dass hier so außen. Aber zurück zu dem Kercher. Wieso? Ja, nee, große runter. Wieso aber? Jetzt nach deinem Geschenk ist Kercher ja nicht gefährlich. Ohne Scheiß, ich weiß nicht, ob Kercher. Ja, komm, jetzt alle mal. Ja. Ingo hat. Ingo hat. Kann doch nicht wahr sein. Ja, den filmt das mal eben. Hier, da steht, drück mich drauf. Drück mal. Was kann der? Das gibt's doch nicht. Warte, pass auf. So, Eike ist schon an seinem Arbeitsplatz, fleißig. Arbeitsplatz. Thomas, darf ich dir die in die Hand drücken? Selbstverständlich. Das ist eine Stinke-Gitarre von Guido. Ja. Ja. Ach so, das Lichtpult geht wieder. Gestern ist es nämlich abgeraucht. Wir haben das Pult kaputt geschwitzt. Alles festgehalten. Naja, also möglicherweise war es nicht so. Es könnte auch ein Bier drauf geflogen sein. Wir wissen es nicht so richtig. Was sagst du, Chris? Geht's wieder? Ja. Oh, diesmal mit Folie versehen. Wir haben gelernt. Gott sei Dank. Gestern war nämlich plötzlich Standlicht angesagt. Und dann gar kein Licht mehr. Und dann haben die Leute das Licht übernommen.